Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Schön, dass ihr dabei seid. Wieder dabei seid. So, ich hoffe, ihr konntet mich jetzt einigermaßen hören und ich habe das richtig eingestellt. I don't know, aber ich gehe mal davon aus. So, das letzte Mal hatten wir, glaube ich, irgendwie den Postmenschen gefunden. Kann das sein? So, ich habe momentan keine Post, genau, und ich muss jetzt, glaube ich, vom Ufer zurück. Würde ich behaupten. Dann gehen wir da auch mal hin. Ganz anders nicht. So, weiter geht's. So. Auf zum Ufer. Also, ihr hört das schon, jetzt hat man neues Mikro, ist richtig nice. Ist das das schon? Und ich denke mal, die Qualität ist wirklich sehr gut. Wie ich es finde. So, da ging es hier weiter. I don't know. So, neues Karten von Rattatoads. Noch. Okay. Ah. So. So, da mussten wir jetzt gar nicht hin. Wo ging es denn überhaupt zum Hafen? Nee, das war's, Mann. Also wieder orientieren, hat das Spiel jetzt eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Also, das ist doof. Ich glaube hier. Exakt. Ah, ja, hier haben wir einen Spanner-Tod. So, du bist ja wieder Mario, möchtest du etwas über ein Dings erfahren. So, du brauchst ein Dings, das Plop macht. Man bewahrt es im Badezimmer auf und hofft es nie zu brauchen. Du brauchst ein Dings, das Plop macht? So, man bewahrt es im Badezimmer auf und hofft es nie zu brauchen. Plop. Was zum Henker macht Plop? Habt ihr eine Idee? Weiß nicht, vielleicht habt ihr eine. Also, was du jetzt brauchst, ist etwas ganz Besonderes. Besonders ist doch genau dein Ding. Warte mal, was machst du denn hier? Du hast doch schon alles, was du jetzt brauchst. Also, ich glaube, geht's denn weiter? Oder was hier irgendwie? Ha. Nee, gibt aktuell nichts auszuquetschen, also waren wir hier nicht. Holen wir uns hier noch alles, was man holen kann. Und da gibt es auch einiges, wie immer. Nicht ganz schön. Kann man nichts einsammeln. Macht Spaß. Fragtest du trotzdem? Nichts davon. Wie es hier weitergeht, I don't know. Ne? Ob man. Ich fix, ob man auch das Hild hier irgendwie überhaupt bemalen kann. Das ist es gelb-orange. So, und hier war unser Boot, mit dem wir anfangs gekommen waren, genau, aber. Wir wollen ganz woanders hin und zeigen das zurück und dann schauen. Ne, wo es letztlich weitergeht, weil das weiß ich nicht genau. Das war das Problem. I can remember it. Dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt am besten weitermachen, ne? Fragen wir doch mal die Toads, die wir hier nicht stehen haben. Hast du versucht, die Blume mit einem Hammer zu schlagen? Ja, das haben wir schon mal versucht. Das machen. Gibt's Münzen. Sind ganz gebrauchsam, sowas sagt der Toad.
In letzter Zeit ging es hier drunter und drüber, aber ich habe mich entschlossen, Port Prisma zu bleiben. Ich glaube, die sagen eher so allgemeines zu wechseln, ne? Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, wie es weitergeht, wir sollten eigentlich irgendwas per Post bekommen, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Sollen wir dann nochmal hin in die Nähe? Vielleicht gibt es da noch irgendetwas Wichtiges, was wir übersehen haben. Dann finden wir das eventuell. Wäre zumindest praktisch, ja, ne? Was sagt der hier? Ah. Oder hat der etwas zu sagen? Nee, auch nicht wirklich. Ne? Ah. Alles klar. Naja, vielleicht findet es manchmal auch ein interessantes Lachsheil in der Zeitung, aber meistens schlafe ich es ein, bevor ich es eine sehe. Alles klar, da braucht er aber viel Kaffee. Was haben wir hier? So, mal müssen die neuesten Nachrichten hören, direkt aus Zeitung. Gönnen wir uns die doch mal. So, mal sehen. Die heutige Schlagzeile lautet: Stille Wasser sind tief. Reportage über die Indigo-Grotte. Etwas langsamer vielleicht. Aber Indigo-Grotte, das ist hier ganz in der Nähe, oder? Ah. Okay. Nee, ich hab gemacht dasselbe. Das haben wir noch jetzt einmal nochmal hinein. Vielleicht haben wir jetzt einen Brief bekommen. Irgendwie so. Nope, definitiv nicht. Hm. Jetzt haben wir doch mal, würde ich sagen, das letzte Level aufgehört haben. Vielleicht lässt es da noch das eine oder andere interessante finden. So, bevor wir das machen, brauchen wir dringend jetzt noch mal ein bisschen. Ja, Karten haben wir jetzt noch ein paar. Ja, aber ein bisschen was. Nee, wobei da haben wir erstmal noch genügend, denke ich mal. Also Karten sollten wir sicherlich noch genügend erstmal haben. Also kommen wir aus dem Kartenshop wieder raus. Also ich hatte, man hat so viele Nebengeräusche irgendwie. I don't know, weiß, kann man sagen, wenn ich einen Popsatz finde. Warte mal kurz. Wusste, irgendwo hat es mir nicht mal ein. Das wird jetzt ganz kurz mal raus, wenn ich dann. Also raus und so ein unangenehmes Geräusch machen, vielleicht im Mikro. Wenn ich den jetzt hier mal probiere dran zu basteln. Ja, das Geräusch, was jetzt gerade ist, das ist nur, weil ich den Popschutz probiere, das Mikro dran zu schrauben. Wenn ich es dran bekomme, irgendwie. Wieso nicht? Ja, der hält da nicht, weshalb auch immer. Ihr dürftet erhalten, oder? Ich habe eine Idee, Leute. Ihr müsstet eigentlich halten. Definitiv, wenn man hier wirklich dran schraubt. Der hält, was auch immer. So, jetzt hat einigermaßen, ne? Hab mich einigermaßen besser, das ist doch schöner.
Hört man es überhaupt besser? Ich weiß es gerade gar nicht so, ne? Ich glaube schon, oder? Man hört mir sicherlich besser. So oder so. So. Das ist die bessere Wahl. So, dann geht's ein bisschen mal weiter hier. Und zwar, in der Ursprungsaufgabe hatten wir in dem Level. Und da hatte ich eben keine so große Ahnung, wie es denn nun letztlich weitergeht. Vielleicht finden wir das jetzt heraus. Ja, kann aber sein. Nee, genau, da haben noch zwei Schlüssel gefehlt und die von Rattatoads und die sind hier irgendwo, aber ich erinnere mich nicht mehr wo. Also ich muss rausfinden und dann lohnt es nämlich erst so richtig weiterzumachen. Da haben wir mal einen. Vielleicht hilft uns der jetzt weiter. Sound kommen wir ja mal, Sound kostet nichts. So. Erstmal schön Farbe einsammeln. Karte einsammeln. Ahaha. Das ist auch mal eine nice Ansicht irgendwie. Von der Seite her so. Fällt mir. Hallo. So, angeblich hat die Tür geklemmt, aber ist sie völlig in Ordnung. Ich wette, die waren nur einsam. Naja, wenigstens habe ich mein Haus einen neuen Antritt verpasst. Da drücke ich nochmal ein Auge zu. Ja, dann ist doch schön, wenn du ein Auge zu drückst, ne? So, hier gibt es ja auch nichts irgendwie. Hier haben nur ein paar Unterhosen, die ist jetzt schön kaputt gemalt habe, angemalt habe. Ah, hier mal ein bisschen Farbe rausbekommen. Sehr gut, auch die leben auch so ein Papphäusern so richtig, das ist ja lustig. So, ich hoffe, das passt von Tunas jetzt, ne? Weil ich arbeite da immer noch dran irgendwie. Oh ja, mal fettrot. Halleluja. Ne. Und es wird zu langsam, sicherlich besser, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung. Könnte das echt schöner sein. So, und hier haben wir erstmal wieder einen Kampf. Wie ich erst das vermisst habe. So, dann machen wir gleich zwei. Das heißt, hier ist der Stift. Wir müssen uns eine kluge Karte wählen. So, wir nehmen mal zwei Su-Karten. Die sollten wir meiner Taktik nach relativ logisch verwenden können. Schauen wir mal, ob sie helfen. Jop. Bam. Blatt gemacht. Das ist mal eine nice Sache. Oh ja, yeah. Und hier werden wir auch. Rotes Heiger-Card. Oh mein Gott, was bringt hier ein? WTF. So, ja, mal, das ist endlich. Was eigentlich ist das die Lösung, so nach dem, was wir jetzt wirklich lange gesucht hatten? Das wäre so klar. Sehr gegrüßt, Mario. Ich bin immer noch der Anführer der Lila Toadshorts. Wenn du einen von meinen drei Jungs findest, schickst du ihn sofort zu mir, ja? Ja, aber wo sind denn die? Das weiß halt einfach kein Mensch. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ja, weil da fehlt uns eben noch die beiden Dinger. Dann schauen wir noch mal im ersten Level, ob uns da jetzt wirklich irgendwas Wichtiges auffällt, was wir übersehen haben. Weil da gibt es sicherlich was. Einiges.
So, dann tun wir mal die Farbe anstreichen, das ist etwas. Kann man, wie ich finde, immer machen. Unlogisch wird dann nur die Farbe, die dann letztes Mal rauskommt, ne? Ich guck mal zum Beispiel Orange, was daraus wird. Ja, deren Braun. Als ob, wie viele noch jetzt hat. Gedönse, I don't know. Aber das Spiel, übrigens, by the way, das ist jetzt da in Oktober 10, ne? Haha. Wir haben es jetzt da schon, Januar, Mitte Januar. Ich finde das Spiel immer noch. Als ob, wie viel braucht ihr aber mal? Endlich. Super cool. Das gefällt mir sehr gut. So, was hat denn der Tau zu sagen? So, Port Prisma ist definitiv das kulturellste Zentrum der Insel Prisma. Wir haben die meisten Läden und einen wunderschönen Brunnen. Ha! Natürlich, wenn man das auf andere Leute drauf ballern kann, ne? Wir gehen nicht kaputt irgendwie. Wisst ihr den Tod, der jetzt lebt? Kann man hier richtig einmal alle drüber hauen. Hallo Mario, ich bin der Fahnenmacher dieser Stadt. Sowas ist gerade total in Mode, alles klar. Jedenfalls habe ich einige Fahnen aufgestellt, um deine Erfolge zu feiern. Ich habe 6 super Fahnen aufgestellt. Sie stehen für Münzen aus nette Aktionsbefehle, farblose Flecken, besiegte Meister und Karten. Ich aktualisiere sie ständig mit deinen jüngsten Fortschritten. Also sieh den Rück auf da mal genau an. Aha, ich glaube, das sind die Fahnen und die sollen uns jetzt irgendwas deuten, ne? Irgendwie, aber ich habe keine Ahnung was. I don't know. Kompliziert alles irgendwie gerade. Alles kompliziert. So, liebe Leute, dann wollte ich vorschlagen, schau es einfach mal, wie wir jetzt hier überhaupt weitermachen. Was für ein Glück, dass meine Kollegen. Ah, nice, haben eine Karte bekommen. Da sind deutlich weiter sind und uns die Stimme ein sagen können. So, das soll ich machen. So, auf jeden Fall wünsche ich euch, wie gesagt, noch ein wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen von dem Video, liebe Leute. Ja, für die Interesse daran. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!